Frau Südbahn Sport am Montagabend, herzlich willkommen. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika bestimmt die Schlagzeilen, aber auch vor der Haustüre ist richtig was los. Der SC Freiburg beispielsweise hat den dritten Neuzugang unter Dach und Fach. Anton Puzillo, 23-jähriger Nationalspieler aus Weißrussland, wird den SC künftig im Mittelfeld verstärken. Was Sie sonst noch wissen müssen, das erfahren Sie jetzt. Unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Rekordzahl in Kirchzarten, so viele Starter wie noch nie beim Ultra-Bike-Marathon. Heimspiel in Freiburg, Körperbehinderte spielen Rollstuhl-Rugby. Und Premiere in Oberrottweil, Mundingen und Köntringen, die südbadischen Vertreter um den Euro-Distrikt-Pokal. Ja, der Black Forest Ultra Bike Marathon hat erneut eine Rekordmarke aufgestellt. Mehr als 5.100 Teilnehmer haben sich für den Start in Kirchzarten gemeldet. Stars inklusive, wie meine Kollegin Daniela Frahm weiß. Sie ist der Star des Rennens über die lange Distanz und kann es sich deshalb erlauben, sich als Letzte einzureihen. Mountainbike-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sabine Spitz. Eine ihrer größten Konkurrentinnen kommt aus Finnland, wohnt aber in Freiburg. Pia Sundstedt hat den Ultra-Bike-Marathon schon zweimal gewonnen. Favoritin ist aber Sabine Spitz. Die eigentlichen Helden an diesem Sonntag sind aber die vielen Starter in Kirchzarten. Knapp 4.800 von 5.100 Gemeldeten sind es in diesem Jahr. Das ist Rekord. Passend dazu hat Ansgar Huppertz einen Song eingespielt, mit dem alle Fahrer auf die Strecke geschickt werden. Der Kampf gegen die Uhr. Lasst uns diesen Weg. Fabian Strecker ist die Sieghoffnung der Kirchzartener auf der Marathonstrecke. Der 20-jährige Lokalmatador vom Lexware Racing Team hat gute Chancen, vorne dabei zu sein. Einer seiner größten Konkurrenten, Tim Böhme vom Bulls Team aus Freiburg, eigentlich eher auf der langen Strecke zu finden, nach einer Verletzung dafür aber noch nicht fit genug. Eine Dreiviertelstunde nach den Ultrabikern gehen die Marathonfahrer an den Start. Sie haben 77 Kilometer und 2000 Höhenmeter vor sich. Während die Ultrafahrer 116 Kilometer und 3150 Höhenmeter zu überwinden haben, das Ganze bei ziemlich frischen Temperaturen, teilweise nur wenig über der 0-Grad-Grenze und das Ende Juni. Die ersten im Ziel sind die Marathonfahrer. Ganz vorne und allein auf der Zielgeraden Tim Böhme. Er gewinnt den Marathon in 2 Stunden 56 Minuten und 48 Sekunden. Sieht immer leichter aus, als es wirklich ist. Also heute die Strecke war wirklich sehr schwer. Es war durch den Regen aufgeweichter Boden, war alles sehr klebrig. Ja, ich konnte mich so die Hälfte des Rennens dann so allmählich von eben Fabian Strecker wegmachen, der bis dahin ein richtig gutes Rennen gefahren ist. Und ja, dann konnte man einen Abstand peu à peu ausbauen. Sind Sie zusammengefahren dann bis dahin oder kann man das überhaupt so sagen? Ja, wir haben das Tempo verschärft. In der Hälfte vom ersten langen Anstieg waren dann zusammen weg und sind dann noch bis Kilometer 45 ungefähr zusammengefahren. Dann habe ich das Tempo ein bisschen verschärft, da konnte er nicht mitgehen und dann bin ich alleine mal den gefahren. Böhme gewinnt vor dem Schweizer Conny Loser und Matthias Pfrommer aus Calw. Von Fabian Strecker weit und breit nicht zu sehen. Siegerin im Marathon der Frauen wird die Dänin Christine Norgaard. Vor den Freiburgerinnen Tatjana Dold und Bettina Ulich. Enger geht es zu im Rennen über die lange Ultradistanz. Eine Spitzengruppe setzt sich schnell ab. An ihrer Spitze wiederum Urs Huber aus der Schweiz und Vorjahressieger Mike Felderer aus Südtirol. Nach langen 116 Kilometern über Titisee und Todtnau wird das Männerrennen nach knapp 4,5 Stunden tatsächlich im Zielsprint entschieden, den Urs Huber hauchdünn für sich entscheidet vor Mike Felderer. Irgendwann waren wir nur noch zu zweit vorne und da habe ich auf den Sprint spekuliert. Aber ja, es braucht schon Nerven, 116 Kilometer und dann wird es auf den letzten 50 Metern entschieden. Das ist schon ein richtiger Krimi. Ein weiterer Schweizer, Andreas Kugler, wird Dritter über die Ultradistanz. Bei den Frauen fährt Pia Sundstedt ein einsames Rennen. Die Finnin kommt mit den kalten Temperaturen am besten zurecht und hält Olympiasiegerin Sabine Spitz deutlich auf Distanz. Am Ende hat Pia Sundstedt 21 Minuten Vorsprung auf die zweite Sabine Spitz.
Ich bin auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, die Sabine, sie ist eine sehr starke Fahrerin und heute hat sie eigentlich nur trainiert, glaube ich. So konkret jetzt auch nicht, aber man muss schon sehen, dass jetzt eigentlich die Vorbereitung eher Richtung Cross-Country-Rennen eigentlich ablaufen. Und die heutigen Bedingungen, also gerade klimatisch, temperaturmäßig, die sprachen jetzt nicht unbedingt so für mich. Also ich fühle mich eigentlich erst wohl, wenn es 25 Grad oder mehr hat, ja. Die hätte sicherlich auch manch anderer Fahrer gerne gehabt. Auf Fabian Strecker aus Kirchzarten warten wir im Ziel übrigens vergeblich. Dafür erreichen es viele andere kleine Helden. Ja, gestern hat es etwas länger gedauert, dafür ist er heute pünktlich bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Fabian Strecker, deutsche Nachwuchshoffnung. Gestern hat es über die Marathondistanz nicht ganz so klappen wollen, wie es eigentlich hätte sein müssen. Was war los? Ja, wie wir schon gehört haben im Beitrag, ist mir Tim Böhme bei Kilometer 45 weggefahren. Danach habe ich relativ schnell gemerkt, okay, es wird immer schlechter oder mir geht es immer schlechter. Und habe kurz Zeit später dann einen Kreislaufkollaps gehabt, was ich denke davon geschuldet war, dass ich bereits nach Kilometer 30 Magen-Darm-Probleme bekommen habe und mein Körper dann eben durch die Kälte noch angegriffen war und eben diese hohe Belastung und das alles dann gar nicht verkraftet hat. Kreislaufkollaps, was ist dann passiert? Ein Kollege hat angehalten, haben Sie erzählt? Also das war relativ kurz nach einer längeren Abfahrt, wo ich sehr ausgekühlt wurde und dann ging es noch in den Anstieg rein, wo der Kreislauf nochmal hochgekommen ist und dann wurde mir einfach schwarz vor Augen. Ich bin dann vom Fahrrad abgestiegen und habe mich erstmal hingelegt. Was in den nächsten 2 Minuten oder so passiert ist, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß dann nur, dass dann irgendwann der Drittplatzierte vorbeigekommen ist und der eben gemeint hat, ja, er gibt bei der nächsten Bergwachstation Bescheid, dass ich hier unten liege. Und der weitere Nachfolger, Jochen Gogoncelli, hat dann eben bei mir angehalten, hat mir eine Jacke gegeben, hat mich warm gehalten und bis dann die Bergwacht kam und mich versorgt hat. Also Kollege angehalten, hat geholfen, das ist sicher aller Ehren wert. Ich habe gelesen, Sie essen gerne Schnitzel mit Spätzle und Soße, das war sicher nicht ausschlaggebend dafür, oder? Ich denke nicht, nein. Okay, hadern Sie nach so einem Rennen lange? Wie enttäuscht waren Sie? War ja ausgerechnet Ihr Heimrennen gestern. Klar war es mein Heimrennen und man ist dann schon mehr enttäuscht wie bei irgendeinem anderen Rennen, weil so ein Riesenevent hat man eben nur einmal pro Jahr. Aber die Saison geht weiter, man muss es relativ schnell abhaken. Klar muss man analysieren, woran es jetzt genau gelegen hat und was man besser machen hätte können. Da arbeite ich dann mit meinem Trainer sehr eng zusammen, aber die nächsten Rennen kommen jetzt dann gleich die nächsten Wochenenden und von daher muss man weitermachen. Sie gelten mit Ihren 20 Jahren als deutsche Nachwuchshoffnung auf dem Mountainbike. Beispiel 2008 haben Sie den 4. Platz bei der Juniorenweltmeisterschaft erreicht. Wie sehen Sie Ihre Entwicklung und wo könnte es hingehen? Also bisher bin ich mit meiner Entwicklung sehr zufrieden. Klar gehört auch das Umfeld dazu, teammäßig und kadermäßig. Und mein Traum wäre einfach mal ins Profi-Dasein reinzukommen und dann optional dann eben bei Olympia teilzunehmen, was sicher jeder von jedem Sportler ein Traum ist. Ich habe gelesen, Sie sind Quereinsteiger. Ihr Lieblingssport war eigentlich der Skisport. Wie kam der Wechsel aufs Rad? Ja, früher bin ich Ski-Alpin gefahren, eben auch wettkampfmäßig und habe dann mit 15, 16 Jahren zum Mountainbikesport gewechselt. Davor habe ich, während ich Ski gefahren bin, habe ich Mountainbike nur als Abwechslungssportart benutzt, eben zum Sommer, um mich fit zu halten. Und bin dann dort immer besser und besser geworden und habe dann gemerkt, dass es mir mehr zusagt und habe dann letztendlich voll umgesattelt auf den Mountainbikesport. Sie trainieren viel, hart und lange. Wie können Sie sich immer motivieren, gerade in einem Alter, wo vielleicht viele Ihrer Kollegen abends um die Häuser ziehen? Klar, da gehört ziemlich viel an Disziplin dazu, aber ich sag mal, durch seinen Sport bekommt man auch andere Erfahrungen, die jetzt zum Beispiel meine Freunde, die jetzt um die Häuser ziehen können, eben nicht machen, wie jetzt zum Beispiel die Welt sehen oder eben
an Rennen teilzunehmen und die ganzen Emotionen mitzunehmen. Und man muss der Typ dazu sein, aber ansonsten, man muss halt Spaß an dem ganzen Ding haben. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und dass der Traum von Olympia und dem Profi-Dasein irgendwann in Erfüllung geht. Besten Dank für den Besuch, Fabian Strecker. Vielen Dank. So frei bewegen kann wie Fabian Strecker beispielsweise, ist dennoch in der Lage, Außergewöhnliches zu leisten. Und diesen Beweis liefern Körperbehinderte der Freiburg Dragons.